Hast du dich auch schon mal gefragt, ob der Carinthia-Truppenschlafsack in den Tasmanian Tiger Tech Pouch Nummer 9 passt? Nein? Vielleicht interessiert es dich trotzdem. Dann bleib dran. Hallo, willkommen. Mein Name ist René Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Und der liebe Daniel S. nenne ich jetzt ihn mal so, hat mir eine Anfrage gestellt, ob dieses Teil hier, nämlich der Carinthia-Tropenschlafsack, in das Tasmanian Tiger Tech Pouch Nummer 9 reinpasst. Er meint, das ist eine ganz wichtige Frage für ihn. Und ich habe mir gedacht, ja, ich stelle mir die jetzt auch. Ja, ich will es auch wissen. Also ich habe das vorher nicht ausprobiert. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, ob das funktioniert und ob das eine Variante ist. Dran. Das Tech Pouch Nummer 9 habe ich ja schon mal vorgestellt, gebt da den Link unten im Beschreibungstext und wenn ich mir das so anschaue, ja, dann bin ich sehr gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Wir haben ja normalerweise gelernt, also wenn du auch beim Bundesheer warst, also beim österreichischen Bundesheer, dann hast du wahrscheinlich gelernt, dass man Schlafsack rollen muss, damit das super ist. Und nichts gegen meine Ausbilder oder sonst irgendwas, aber ich kann das überhaupt nicht leiden. Ich stopfe die immer rein, daher hatte ich auch immer ein bisschen Probleme. Aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, wie gesagt, ich bin sehr skeptisch, ob das funktionieren wird, aber wir probieren es ganz einfach mal aus. Wenn du den Tropenschlafsack von der Firma Carinthia noch nicht kennst, dann mag ich gleich dazu sagen, das ist ein sehr, sehr netter, leichter Sommerschlafsack, der auch in Kombination mit dem Defense 4, der dir vielleicht schon was sagt, ein absolutes irres Schlafsacksystem bildet. Das heißt, du kannst den Tropenschlafsack in den Defense 4 reinpacken. Ich gebe dir die Links auch unten zu den Produkten dazu. Und das ist für mich die Kombination, die für, ja, ich sag jetzt mal Survivalisten und Prepper oder so irgendwas eine Ideallösung ist, weil du damit wirklich alle Probleme, die es so draußen geben kann, nämlich mit der Kälte in den Griff bekommen kannst. Also das ist der Punkt. So, und jetzt zu deiner Frage, mein lieber Freund. Die Frage ist sehr einfach beantwortet, ja, er passt rein, ja, ohne große Probleme. Da ist oben jetzt noch ein bisschen Platz, also ich glaube, dass man da vielleicht sogar noch, nein, ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, ich bin mir tausendprozentig sicher, dass man da das Bibi-Cover auch noch drüber geben kann, gebe ich da auch unten den Link dazu im Beschreibungstext, das geht ja alles ganz locker aus. Wenn du das nicht tun willst und da keine aus oder ein Tab vielleicht, ja, oder irgendwelche zusammenblasbaren Unterlagsmatten, also das geht ja alles ganz, ganz locker aus, ja, also überhaupt kein Problem. Und wenn du magst, kann man ja diesen Neuner Tech Pouch, den kann man ja auch noch ein bisschen komprimieren, der hat auf der Seite solche kleinen Teilchen hier und der passt da absolut gut rein. Gibt es natürlich auch in anderen Farben als in Schwarz, also passend zu deinem Rucksack, ist eine ganz gute Variante. Aber jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt will ich wissen, ob in diesen Tech Pouch Nummer 9 auch der Defense 4 reinpasst. Ja, gesagt, getan, ich bin gleich hier rübergelaufen und habe auch meinen Defense Nummer 4 geholt. Warte mal, jetzt muss ich die Kompression noch vorher aufmachen, sonst gilt das natürlich gar nicht. So, jetzt ziehen wir unseren Tropen raus. Der Tropen ist auch der dieses Moskitonetz hat, ist besonders im Sommer mit den Gelsen, so heißen die bei uns in Österreich, wir heißen in Deutschland Stechmücken, glaube ich, eine unangenehme Geschichte. Das ist jetzt das ist auch ein Mumienschlafsack, das ist jetzt der Defense 4 von der Firma Carinthia. Gebt unten den Link dazu, das ist einer meiner Lieblingsschlafsäcke, ist auch das, was ich immer gerne einsetze. Jetzt muss ich nur schauen, ob da eh nichts drinnen ist. Ich habe da nämlich sehr oft auch so kleine Socken drinnen und eine Haube und einen Schemagschal. Das erkläre ich vielleicht nochmal an einer anderen Stelle, warum ich das habe. So, wieder stopfen, vielleicht schaut ja der Wachtmeister zu bei der Ausbildung vom Militär, der gesagt hat, das geht so nicht und das darf man nicht tun und so. Das war immer recht lustig. Und seit ich aber das nicht mehr tun muss, also Befehlen zu gehorchen, zumindest außer von meiner Frau natürlich, aber das ist eine andere Geschichte. Aber sonst brauche ich ja keine Befehlen mehr folgen, darf ich auch meinen Schlafsack stopfen. Also ich merke jetzt schon, dass die Sache wirklich eng wird, aber ich mag nicht aufgeben. Aufgeben, du mag. Überhaupt nicht. Und, Naja. Also da fehlt schon noch ein Stückerl. Lass mal da mal ein bisschen Luft raus. Ich meine, du kannst dir jetzt denken, ja, warum schaue ich den Glatzkopf, das sieht man wahrscheinlich jetzt von oben auch sehr viel netter, die ganze Zeit beim Schlafsackstopfen zu. Einfach aus dem Grund, weil du vielleicht auch das Problem hast, dass du einen Schlafsack hast und den irgendwie über ein vernünftiges System, ja, Sackra, ein vernünftiges System
nicht im Schlafsack, nicht im Rucksack transportieren willst, sondern vielleicht ja, auf die eine oder andere Weise mit irgendeinem Naschal. Und wie wir gesehen haben beim Trocken, ist da der Neuner auf jeden Fall machbar. Oh Gott im Himmel, ich bin mich wirklich, aber da. So, jetzt werden wir mal meine 100 Kilo einsetzen. Okay. Also ich glaube irgendwie, dass das Experiment mit dem Defense 4 nicht so cool laufen wird. Nein, also nicht so einfach. So, pass auf einmal. Okay. Stellen wir das jetzt gerade draußen vor, im Wald. Irgendwer sitzt beim Lagerfeuer und will seinen Schlafsack einpacken. Und macht solche Geräusche wie ein Wildschwein, das gerade in der Brunft ist oder so. Oder nein, rauschig heißt das ja in der Jägersprache. Aber so. So. Ah, Sacker erst. Könnten die das von Tasmanian Tiger das Sackerl nicht ein bisschen größer machen? Also wenn du von Tasmanian Tiger der Entwicklungsabteilung zuschaust, oder vom Vertrieb, oder vom Service, oder irgendeine andere tragende oder nicht tragende Rolle bei Tasmanian Tiger hast, dann macht ein Tech-Pouch Nummer 9, MK2, das ein paar Zentimeter größer ist, und dann braucht es da rein nicht so anstrengen, aber wer mich kennt, weiß, ich gebe nicht auf. Ach Gott im Himmel. Puh. Aber es ist drin. Es ist wirklich drin. Ja? Es ist echt drinnen. Und ohne da jetzt irgendwie den Zipper zu ramponieren, das hat echt funktioniert. Ich muss zugeben, ich habe es mir nicht mehr gedacht. Also ich muss echt so sagen, ich bin jetzt auch wirklich ein bisschen außer Atem, wie du sicher hörst. Das war echt anstrengend, weil ich wirklich gewerkt habe. Aber echt eine coole Sache. Das hätte ich mir nicht gedacht. Der einzige Punkt ist jetzt, also bei dem Tropfen ist das Kinderspiel, ja, wirklich Kinderspiel, überhaupt kein Problem. Das Problem ist ja, ich habe dieses Teil hier wahrscheinlich auf einen Rucksack drauf, ja, außen auf was auch immer, und habe dann diesen Neuner dabei. Und das wird halt, wenn ich das an einen Rucksack reindrücken will, da muss ich mir wirklich sehr viel Zeit lassen und immer wieder reindrücken, damit ich sicher sein kann, ja, dass die Luft rausgeht und ich das schön komprimiere. Aber Experiment geglückt. Ja, das war's an der Stelle. Danke fürs Dabeisein. Vielleicht magst du mal einen Daumen nach oben geben, vielleicht magst du mal einen Kommentar schreiben und vielleicht magst auch du mir irgendwelche Anfragen zu Produkten oder anderen Dingen schreiben. Dann, ja, dann schick mir bitte eine E-Mail an shop@überlebenskunst.at. Ich blende da ein. Schick mir ganz einfach eine Mail, wenn du irgendwas getestet haben willst. Ja, und wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann tue ich das. Ich sage danke fürs Dabeisein, wenn es das erste Mal hier bist, ein Abo. Danke. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Der Link zu all den Produkten, dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.